Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum Dune 2000. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, und haben hier unsere Basis aufgebaut und schon hier ein paar Einheiten. Und da sehe ich doch, dass da verdammt viele Minikin kommen, Leute, verdammt viele Wüstentruppen. Ja, dann geht's hier direkt mal los. Ich würde mal sagen, die überfahre ich gleich direkt. Das geht so am einfachsten. Einfach drüber fahren hier, komm. Und einfach drauf hier. Los. Ja, sehr schön. Genau so. Und da kommen noch mehr Einheiten. Okay. Okay, rein hier. Schalt mal. Ach du Kacke. Boah, Leute. Das ist krass. Ja, dann. Keine Ahnung, schieß da drauf. Okay. Krass. Was kommt denn da alles an? Okay, dann kommt jemand nach da oben. Genau, Leute, ja, ich fange mir jetzt hier den Sammler anbauen. Was macht der denn da? Na los. So. Okay, dann müssen wir uns hier erstmal direkt mal verteidigen. Was ein toller Einstieg in die nächste Folge, ne? So, dann mach die mal direkt mal kaputt hier, so. Los. Alles klar. Jo, das war doch gar nicht mal so schwer. Genau. Das war doch gar nicht mal so schlimm, Freunde. Ja, ich wollte euch gerade erstmal vernünftig begrüßen hier, aber das ist leider nichts geworden, weil ich hier direkt angegriffen wurde. Ja. Ich baue hier gerade meinen zweiten dritten Sammler, ne? Zweite Raffinerie, und dafür muss ich ein bisschen Geld sparen. Aber ich schicke die trotzdem mal zum Reparieren. So, das ist erstmal eine Verteidigung, ne? Und, ja, meine Güte, Leute, im Moment ist ja einiges los draußen, ne? Es wird ja über irgendwelche Ausgangssperren debattiert hier im Zuge des Coronavirus. Das finde ich schon heftig, Leute, ja, heftig. Und, ja, schauen wir mal, was sich dann noch so entwickelt, ne? Auf jeden Fall erstmal hier. Let's Player-Leben geht weiter, Freunde. Nur, dass ich höchstwahrscheinlich Montag arbeiten muss, tatsächlich, trotz der Situation. Und, ja, das ist, finde ich, nicht gut, aber wer steckt schon in der Haut von den Chefs, ne? Die sehen nur Kohle und, ja, da muss man halt trotz Virus ins Büro fahren. Naja, gut, Leute, genug von mir. Ich freue mich mal, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Dune 2000. Ja, wir sind jetzt hier mit den Harkonnen weiter und haben jetzt hier ein paar Armeen schon aufgebaut, also ein paar Einheiten, und bauen gerade die zweite Raffinerie. Genau, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Mir geht's, ja, mit Ausnahme der Situation um Corona sehr gut. Aber die Situation belastet einen halt, ne? Wird repariert. Ach, das braucht man doch jetzt. Einer hat repariert. Genau. So, Leute. Da ist noch ein Würmchen. Wo ist denn der? Da ist der Würmchen. Okay, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, sammel du mal bitte hier vorne, ja? Ist ein bisschen näher dran. Oh, brauchst du, die schlucken viel Kohle, die Panzer, ey, wirklich. Die Reparatur. Oh, Gott sei Dank, Leute. Das passt noch. Wunderbar, Leute. Haben wir jetzt unseren dritten Sammler hier. Sehr schön. Egal, das passt schon so. Gut, dann ist jetzt der nächste Schritt Armee aufbauen für einen Angriff, ne, Leute? Bitte neue Anweisungen, genau. Diese Stimmen hier sind so herrlich, Leute. Und ja, wie gesagt, mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Wochenende steht vor der Tür, Freitagabend. Jo. Bisschen schön, gemütlich hier Dune 2000 zocken. Das hat doch auch was, oder? Oh, schaut mal, was ist das denn? Das sieht interessant aus. Ist das eine Wirbelsäule oder sowas? Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht es interessant aus. Wisst ihr was? Ich mach mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Speicher das mal. Ich mach mal die Spielgeschwindigkeit hoch, weil... Nein, 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 nein. Spielgeschwindigkeit. So. Weil diese Warterei, die kann einen schon nerven. Sagen wir es mal so. Okay, Leute.
Dann der Sammler. Der kann man da auf die Quelle fahren. So. Alles klar, Leute. Dann einfach weiter Einheiten bauen. Ich würde sagen, die Quads kommen mal da runter. Die Kampfpanzer können hier oben stehen bleiben. So. Ja, ist ja gut. Einheit bereit. Oh Mann. Ja, der an. Boah, ich dachte schon, ey. Der Wurm, der hat zum Glück einen Gegner gefressen. Ich dachte, der Wurm hat meinen Sammler gefuttert, aber nö, ist nicht. Die Stahlfresserwürmer hier, ne? Irgendwie so komisch, naja. So, dann einfach mal ein bisschen manuell steuern hier die Sammler. Was? Och, nö, nicht schon wieder. Lass mich doch mal in Ruhe. Verdammt. Ich kann mich hier nicht in Ruhe aufbauen. Verdammt nochmal. Was macht der denn da? Ey, hallo? Der fährt einfach hier rein, kackendreist. Kackendreist, Leute. Egal. Mach den kaputt so. Uff. Oh, ist das denn 1 gegen 1 hier? Nee, danke. Hä? Achso, hier. Ja, okay. Dann lass den mal reparieren. Das haben wir doch ganz gut verteidigt gekriegt. Das war doch, das war zwar wieder so viel, aber geht schon, Leute, geht schon. Und, ja, mal wieder meine Uhr, ne? So, alles klar. Einer hat repariert. So. Wer hat gebaut? Ja, ja, diese guten alten Stimmen hier, ne? Richtig gut, Leute. So. Die Verteidigung steht sogar noch einigermaßen, ne? Das ist doch schon mal ganz gut. Würde ich sagen, Spielchen nochmal speichern. Und die Einstellung wieder hochmachen. Zack. Sehr gut, Leute. Jo, dann baue ich gleich auch nochmal 1, 2, 3 Trikes. Um mal nochmal ein bisschen erkunden zu fahren hier. Wurmzeichen. Ja, ist ja gut. So, dann bauen wir einen Trike. Dann kann ich damit nochmal ein bisschen erkunden fahren, Leute. Da kommt der Wurm, okay. Alles klar, Leute. Da muss ich aufpassen. Der kommt hier oben hoch, ne? Kommt der hier rein? Der kommt hier rein. Oh, nee, Leute. Bitte keine Würmer jetzt. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Bleibt mir lieber zu Hause. Nicht... Kein Wurmfutter werden, Sammler. Kein Wurmfutter. Ah, der ist drauf abgesehen. Seht ihr? Der hat auf meinen Sammler abgesehen hier. So. Leute, dann warte ich einfach mal ab, bis der hier wieder verschwindet. Verpiss dich. Sorry für den Ausdruck, aber es ist doch so, oder? Keiner kann Würmer gebrauchen. So. Ja, die Armee wächst, ne? Jo, Leute. Der haut wieder ab, das ist sehr gut. Dann können wir mal hier ein bisschen erkunden fahren. Sehr gut. Geile Mucke, im Übrigen. So. Ja. Ach ja, das gute alte Dune. Schon geil, ja. Oh, hier ist die Basis schon. Krass. Okay. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht den Sammler anschießen. Nee, nee, um Gottes Willen. Nicht den Sammler anschießen. Okay. Da ist noch ein Turm, okay. Ah, hier sind Fremen. Okay, alles klar. Mhm. Hier sind die Fremen, Leute. Oh, der hat Bitte was? Raketenpanzer. Warum hat der Raketenpanzer? Das ist unfair. Der hat schon Raketenpanzer. Das sind sogar die Fremen. Das ist nicht der Atreides-Typ. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Okay, Leute. Speichern. Ich glaube, da habe ich ein bisschen provoziert jetzt, ne? So. Und mal ein bisschen auf die Verteidigung jetzt achten, weil das ist doch wieder einiges, was da ankommt. Ja, komm. Geht schon. So. Dann mach die mal kaputt. Wenn die häppchenweise kommen, ist ja alles gut. Kann man ja bei Bedarf nachziehen, ne? So, Leute. Das schafft ihr, oder? So. Was macht der denn da? Ey, der Penner, ey. Richtiger Penner.
Da fährt der eiskalt hier rein. Der fährt eiskalt in meine Basis rein, ja. Das ist krass. Hey, hey du Penner. Macht der da? Da greift der eiskalt meinen Stützpunkt an. Da kommen die Raketenpanzer. Das finde ich nicht gut. Der Gegner hat in der vierten Mission schon Raketenpanzer. Was soll das? Verarsche. Naja, Leute. Egal. Wir können gar nicht schießen. Okay, das ist schon mal gut. Die sind nämlich von den Fremen, die Raketenpanzer, weil die Farbe von denen ist so leicht gräulich gewesen, ne? Also so grau. Genau, ja. Oh, da kommt schon wieder ein Wurm, Leute. Das finde ich nicht gut. Da geht doch nicht. Naja. Gut, dann würde ich mal sagen, 4 Kampfpanzer und 4 Quads. Also noch 2 Quads hier. So, genau, dann einfach weiterbauen. Wo, was will der? Was versucht der da? Nein, zurück. Bleib bloß zu Hause, Sammler. Ich habe keinen Bock, einen Sammler zu verlieren hier. So, sehr gut. Einheit bereit. Wer hat gebaut? Genau. So. Unsere Armee wächst weiter. Ich habe wenig Geld. Ja, ist ja gut. So, Leute. Dann warte ich jetzt noch den Wurm hier ab. Bis der abhaut. Und so lange kann ich ja mal mit dem Trike mal hier hinfahren. Genau. Nicht gleich direkt. Nein, bleib mal hier, Sammler. Bleib mal hier. Kann ich den nicht irgendwo anders hinschicken? Nee, hier oben ist das sicherste. Oder kroxt der Wurm jetzt wieder rum, ne? Wurmzeichen. Ja, ja, ist okay. Gut, dann habe ich halt eine kleine Produktionspause. Ist doch auch mal. Ist doch auch mal nicht schlecht. So, dann erkunde nochmal hier den Rest. Liebes Strike. Der Wurm ist immer noch da oben. Okay. Jo, bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als hier noch den Rest zu erkunden, ne? Genau, Leute. Jawohl, schon die vierte Mission bald fertig, ey. Das ist so unglaublich, Leute. Das Let's Play geht nicht mehr lange, ich sag's euch. Vielleicht noch 5 Stunden oder so. So, der Wurm ist weg. Sehr schön. Gut, alle Sammler dahin. Los. Der Wurm ist weg, Leute. Ja, ich fahre mal lieber nicht zu nah da rein. Oder kann man gar nicht rein? Okay. Interessant. Ja, dann müssen wir jetzt reinfahren. Dann müssen wir jetzt hier reinfahren. Ach, du Kacke. Das ist einiges, ja. Das ist einiges, was der hier hat. Schon eine größere Basis, ja. So, dann... Ach, Mensch. Jetzt mach das mal so und so und so, genau. Zack. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ich baue mal lieber noch 5 Stück von jeder Einheit. Dafür mache ich aber die Spielgeschwindigkeit wieder hoch, Leute. Spiel gespeichert. So. Dann würde ich sagen, jo. Der Wurm ist hier unten jetzt. Okay, krass. Also ich habe eben zumindest was auf der Karte gesehen. So, die Fremen. Okay, ich glaube, das hier, das müssen wir kaputt machen, ne? Genau. Die sind so sauteuer, die Kampfpanzer, ne? 700, das ist schon heftig, ja. Ja gut, dann... Fahr du mal dahin, fahr du mal dahin. Immer schön auf die Quellen, Leute. Batz. Da kommt er schon wieder. Oh Mann, ey. Da kommt er schon wieder. Aber ich glaube, das könnte jetzt passen, ja? Genau. Jawohl, Leute. Butz. 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 Sehr gut. Hör doch auf mit 1 gegen 1 hier. Geh weg. So. Gut. Dann. Mach doch nicht immer 1 gegen 1. Das bringt doch nichts, Leute. So. Okay. Dann fährst du dich mal reparieren. Fahr du mal auf die Quelle.
kurz. So, dann würde ich sagen, wenn die beiden fertig sind... Oh, wie schnell die Kohle weggeht, ne? Das ist so heftig. Dann würde ich sagen, gehe ich zum ersten Mal angreifen. Ah, verdammt. Gut, dann... Geht immer dahin. Gut, Leute. Da haben wir jetzt gerade ja einen Angriff abgewehrt, ne? Dann würde ich sagen, ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, um dem jetzt mal auf die Fresse zu hauen. Da würde ich mal sagen, jo, fahrt mal alle dahin. Boah, wie sie sich nicht entscheiden können. So, ist der Wurm? Da ist der Wurm, okay. Der kommt wieder zu meinen Sammlern. Oh Mann. Bitte nicht, ey. So, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn das jetzt ausreicht mit dem Angriff, dann haben wir die Mission schon geschafft. Dann war das die erste Zwei-Part-Mission. So, Leute, dann würde ich mal sagen, speichern. Nicht vergessen, auf keinen Fall. Und ja, Spielgeschwindigkeit runter und rein hier, los. Rein da. Die Mucke, die passt jetzt gerade so geil. So. Rein hier. Fahrt die scheiß Wüstentruppen platt. Und den Turm im Arsch machen. Los. Und hier, Batsch. Butz. Weißt du was? Fahr du mal hier rein. Scheiß Wüstentruppen. So. Dann machen wir den Turm hier im Arsch. Batsch. Sehr schön. Gut, Leute. Dann haben wir die Verteidigung durchbrochen. Wer schießt denn hier noch? Hey. Einfach mal so zack weg. Geil. Oh, da schießen schon die Fremen hier. Ja, gut. Aber wir müssen erstmal die Atreides platt machen. Die sind erstmal wichtiger, Leute. Energie platt. Mach die platt. Sehr schön. Batsch. So. Einheitenproduktion nicht vergessen. Und batsch, batsch, batsch. Sehr gut. So, Leute, dann würde ich mal sagen, jo. Oh Gott, fahr die mal kaputt hier, die Fremen, los. Zack, sehr gut. So muss das laufen, Leute. Und den Bauhof kaputt machen, damit der nicht mehr nachbauen kann hier. So. Dann, wenn der Bauhof platt ist, haben wir gewonnen, Leute. Ah, nee, der hat noch Spawner, ne? Der hat noch Spawner, ja. Das ist das Doofe, ey. Der hat noch seine Spawner hier unten. Ah, die Fremen hat er auch schon platt gemacht. Haben wir auch schon platt gemacht, ne? Wir müssen echt eigentlich nur noch hier dieses Ding da kaputt machen. Aber erstmal hier alles platt machen. So, Leute. Wer gebaut? So, alles klar. Batsch. Us. Okay. Finde ich geil, wenn einfach mal so Einheiten explodieren und ich nicht weiß, was für Einheiten das waren. Batsch. So. Sehr schön, Leute. Dann kaputt. Ah, der baut jetzt natürlich noch kleine Panzer, wie verrückt. Ne? Hat ja auch noch seine zwei Sammler. Genau deshalb. Habe ich eigentlich noch alle meine Sammler? Habe ich. Sehr gut. Alle meine drei Sammler habe ich noch. Cool, Leute. Ich glaube, dann haben wir dem jetzt hier den Zahn gezogen. Ja, noch nicht ganz, weil der baut noch hier jede Menge Scheiße. So, da macht das Ding mal im Arsch. Sehr schön, Leute. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen kürzer, weil der zweite Teil der Mission ja doch schneller geht, als ich dachte. Hm, okay. Interessant, Leute. Sau interessant. So. Ja dann, machen wir den Sammler noch im Arsch. Und unbedingt diese scheiß Waffenfabrik da oben, ey. Die nervt. Der baut ununterbrochen Einheiten, Leute. So. Ja, dann haben wir das hier doch recht entspannt gewuppt, würde ich mal sagen, ne? Ich meine, die Angriffe, die waren schon ein bisschen heftiger jetzt, aber... Das ging noch. Also, das war noch okay, ja. So. Haben wir jetzt hier noch die Reste hier? Ja, natürlich. Klar. Die Männchen, die versuchen, die schaffen es wirklich, einen Kampfpanzer platt zu machen. Ey, das ist so unfassbar, wirklich. Naja, egal, Leute. Cool.
Batsch. Sehr schön. Jo, kann ich jetzt noch ein paar Einheiten bauen, aber ich glaube, die werde ich nicht mehr brauchen hier. So, Leute, den haben wir. Dann fahr da einfach mal drüber hier. So. Einfach schön geschmeidig drüber fahren. Nein, okay. Ja, okay. Sehr gut. Bereit. Die Atreides wurden ausgelöscht. Dann sind das hier jetzt die letzten Gebäude, ne? Was ich nur lustig finde, ist, dass die Fremen hier Türme und Raketenpanzer hatten. Die hatten sie als wir die Atreides gespielt haben, hatten sie die nicht gehabt. Sehr komisch, naja. Egal, auf jeden Fall haben wir jetzt nur noch unsere Kampfpanzer. Aber davon noch alle quasi, ne? Ja, dann fahr da drüber. Dann sammelt ihr euch jetzt einfach mal hier. Speichere ich das nochmal. So. Und dann aber die Folge auch schon beendet. Also die Folge geht vielleicht nur 20 Minuten, Leute, ne? Weil es halt ein zweiter Teil der Mission ist. Und jetzt weiß ich nicht, wie lange wir hier drauf schießen müssen. Deswegen speichere nochmal. So, Leute. Sehr schön. Ja, schieß doch. Batsch. Alles klar, Leute. Das war's. Hier gibt's nichts mehr, oder? Hallo? Hä? Hier gibt's nichts mehr, oder? Hä? Leute? Da oben sind auch noch welche. Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, Spieleinstellung und hoch. Hoch mit euch. Da oben sind auch noch welche. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Krass. Ja, ist okay, die können wir einfach überfahren. Dann macht euch mal auf den Weg nach oben, Leute. Die habe ich echt vergessen. Krass. Ja gut. Dann wird der Part doch nicht mal so kurz. Doch nicht mal ganz so kurz. So, dann sammelt euch mal da. Ja, korrekt. Dann kann ich noch ein paar Einheiten bauen hier einfach. Nur so zum Spaß. Würmzeich. Genau. Ah, da kommen sie schon. Okay. Dann, Leute. Spieleinstellungen. Spielgeschwindigkeit wieder runter. Ja, es ist gerade ein bisschen viel hin und her, aber ja, das muss so sein. So, dann fahrt mal da drüber, ganz entspannt hier. Und zack. Kurzen Prozess machen einfach hier. So, und dann geht man von der Höhle da weg und dann schießt jetzt da drauf los. Jetzt war's das aber endgültig, Leute. Jetzt war's das endgültig. Nochmal speichern. Ja, das ist, ich möchte ganz gerne immer am Ende der Mission speichern. So, Batsch. Und war's das? Die Höhle ist kaputt, Leute. Das war's immer noch nicht. Warum das denn nicht? Hä? Warum denn ist immer noch nicht? Ist doch nichts mehr. Okay. Ist hier noch irgendwo eine Höhle, die ich nicht gesehen habe? Hä? Was soll das denn? Hallo, muss ich die Mauer kaputt machen? Moment mal. Was ist denn hier unten? Nee, das ist... Das ist nichts, nee. Leute? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier drin kann ja nichts sein, da kommt man nämlich nicht rein. Hallo? Nee, das ist nur ein Wurm. Was war... Ah, da ist noch einer. Ach so, der ist einfach abgehauen. Ja, dann schießt da drauf, los. Dann fahr den einfach kaputt. Da verstecken sich noch welche. Ah, deshalb. Kein Wunder, dass ich die nicht gesehen habe hier. Verdammt nochmal. Jetzt. Jetzt, Leute, jetzt. Jetzt haben wir es. Sehr schön. So, Leute. Ja. Einheitenpunkte 287. Gegner 87. Gar nicht mal so schlecht. Mission 4, Dünenkämpfer. 609 Punkte. Sehr geil. Haus Atreides und Haus Harkonnen haben Land getauscht.
Oh nein. In der nächsten Mission geht's gegen die Ordos. Oh nö. Da will ich nicht. Aber ja gut, es muss ja irgendwann kommen, ne? Mission 5 ist das jetzt schon. Das würde ich sagen. Speichern. Spiel geladen. Was habe ich jetzt gemacht? Einen Moment bitte. Ich muss noch einmal ganz kurz. Spiel geladen. Mission 4? Was habe ich jetzt gemacht? Na super. Toll, jetzt habe ich jetzt hier aus Versehen. Ja super. So kann man einen Part natürlich auch in die Länge ziehen, ne? Ist klar. Ja, toll. Super. Oh Mann. Kann man hier nochmal ein bisschen auf die Dings warten. Und genau deswegen, Leute. Genau deswegen speichere ich am Ende der Mission. Da kommen sie. So, einfach drüber fahren hier. Los. So, Spieleinstellung wieder runter. Verdammt nochmal. So kann man einen Part auch in die Länge ziehen. Haus Atreides und Haus Harkonnen haben So. Land getauscht. So, ich will nicht laden, verdammt, ich will speichern unter Mission 5. Genau, Leute. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Gut, Leute. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir die Mission gewuppt und dann geht's beim nächsten Mal weiter gegen das erste Mal gegen die Ordos. Oh je, Freunde, das wird was, das kann was werden. Gut, Leute, würde ich sagen, hoffe ich, dass euch das gefallen hat hier. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschö, tschö.